Metzger findet keine Mitarbeiter. Ihm stinkt die fehlende Motivation der Bewerber. Es will keiner wirklich arbeiten, habe ich das Gefühl. Hamburg. Eigentlich eine boomende Metropole. Doch Angestellte wie Oliver Rieck fühlen sich immer mehr abgehängt. Steigende Preise belasten die Haushaltskasse des 42-Jährigen. Dabei hat er den Vollzeitjob in der Küche aus Überzeugung gewählt. Minestrone läuft auch. Ja. Aus. Macht das jetzt ja schon über 20 Jahre und das ist halt geil. Das gibt nichts Geileres. Es gibt nichts Besseres als Gastronomie. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo in einem Anzug in einem Büro zu sitzen. Hier sind lauter Kollegen, hier ist heiß, hier ist Action. Olivers Stundenlohn liegt bei 16 Euro. Er bekommt für 176 Stunden Arbeit im Monat 2.800 Euro brutto. Netto sind das 1.800 Euro. Seine Fixkosten 1.180 Euro. Für Lebensmittel und zum Leben bleiben 620 Euro. Also wenn ich jetzt mein Brutto mit dem Netto vergleiche und die Fixkosten gegenrechne, dann ist das schon ein Kampf über den Monat. Und das sind nur erstmal die Fixkosten. Es darf ja nichts kaputt gehen. Mit Mayo, norddeutschen Kartoffelsalat. Oliver ist gelernter Restaurantfachmann.